Die Krankenhauslandschaft in NRW soll neu gestaltet werden. So sieht es der Plan von Minister Karl-Josef Laumann vor. Dieser Plan stellt die Krankenhäuser vor große Veränderungen, besonders bei den angebotenen Leistungen. Der Krankenversorgung steht eine große Transformation bevor, die finanziert werden muss. Genau das kritisiert die SPD in Duisburg und dem Landtag. Laumann hat dafür Mittel in Höhe von 2,5 Milliarden Euro über 5 Haushaltsjahre veranschlagt. Das hat er angekündigt, das ist auch so im Haushalt hinterlegt. Das ist auch schon mal ein erster Schritt, aber wir sagen, das ist zu wenig. Wir sagen, wenn wir Qualität wollen, dann brauchen wir mehr Geld. Wir sagen, in die Zukunft der Krankenhäuser muss investiert werden. Und da sehen wir genau das Problem. Wir haben im Moment schon einen Investitionsstau in Nordrhein-Westfalen, der über 16 Milliarden Euro beträgt. Wenn wir den nicht abbauen, dann kann auch die Reform von Laumann nicht funktionieren, dann wird sie scheitern. Und deswegen sagen wir ganz konkret, es braucht 2 Milliarden Euro im Jahr mehr. Das fordert die SPD im Landtag. Das macht uns auch glücklich in Duisburg, weil wir sagen, das Geld braucht es. Und jetzt liegt es an der Landesregierung, das umzusetzen. Bisher blocken sie das immer ab und wollen Qualität, aber nicht mehr Geld ausgeben. Doch die Reform könnte die Kliniken einiges kosten. Anspruchsvolle Behandlungen sollen in spezialisierten Kliniken gebündelt werden, ohne die Grundversorgung zu beeinträchtigen. Es könnte jedoch sein, dass einigen Kliniken finanziell wichtige Behandlungen entfallen. Dies bereitet den ohnehin finanziell klammen Kliniken in NRW Probleme. Deshalb fordert die Krankenhausgesellschaft NRW eine vollständige Finanzierung der Transformationskosten. Auch die Duisburger SPD argumentiert, dass Qualität ihren Preis hat. Und genau da sehen wir das Problem. Wir haben diesen Prozess der Krankenhausplanung von Laumann von Anfang an begleitet, haben immer gesagt, wenn man mehr Qualität und Spezialisierung will, dann ist das richtig, das braucht es auch. Dann braucht es aber auch mehr Geld. Und wenn wir jetzt Krankenhäuser haben, die schon in einer wirtschaftlich desolaten Situation sind, bei denen jetzt noch Leistungen wegfallen und Leute nicht ins Krankenhaus gehen wollen, weil sie wissen, das Krankenhaus konnte nicht investieren, hat nicht die größten oder bestmöglichen qualitativen Voraussetzungen, dann sagen wir, muss es endlich Geld geben, damit die Krankenhäuser die Grundversorgung, die sie vor Ort anbieten, für eine wohnortnahe Versorgung, dass sie dafür auch die bestmögliche Versorgung bereitstellen können. Auch in Duisburg wird sich das Versorgungsangebot ändern, zum Beispiel in den Johanniterkliniken Rheinhausen. Laut den neuen Planungen erhält das Krankenhaus keinen Versorgungsauftrag für die Behandlung von Baucheraortenaneurysmen oder komplexen arteriellen Gefäßen. Diese Behandlungen fallen künftig weg, ebenso wie die potenziellen Einnahmen. Jannik Neuhaus von der Duisburger SPD kritisiert, dass zwar nicht jedes Krankenhaus komplexe Behandlungen anbieten muss, aber die Grundversorgung finanziell sichergestellt sein sollte. Für uns ist Duisburg natürlich total wichtig und wir haben in Duisburg das gleiche Problem, wie wir es überall in Nordrhein-Westfalen haben. Auch hier gibt es einen Investitionsstau an den Krankenhäusern und wir sehen das ganz klar am Beispiel des Johanniterkrankenhauses in Rheinhausen zum Beispiel. Wir sagen, da muss nicht ein hochkomplexer und komplizierter Eingriff stattfinden, da muss keine Herztransplantation stattfinden. Aber für die Rheinhauserinnen und Rheinhauser vor Ort, das einzige Krankenhaus im Bezirk, ist es wichtig, dass eine wohnortnahe Grundversorgung stattfindet. Und da muss das Krankenhaus für diese Versorgung die notwendigen Mittel bekommen, damit sie da auch weiter einen attraktiven Standort bieten können und die bestmöglichen Leistungen bieten können und nicht durch zu wenig Investitionen keine vernünftige Leistung anbieten zu können. Die Kostenfrage ist aktuell also noch eine drängende Frage. Gleichzeitig zeichnet sich am Horizont die Krankenhausreform auf Bundesebene ab, die ab 2025 in Kraft treten soll. Die Krankenhauslandschaft in NRW befindet sich also mitten in einem großen Umbruch. Nun ist es wichtig, die Weichen so zu stellen, dass die Transformation gelingen kann. Dafür wird es auch das nötige Geld brauchen.